Finally, the signal was clear. An automated message urging survivors to establish contact through an emergency channel. I spent hours repeating my name and location, desperately hoping for an answer. Finally, the reply came. It is good to hear your voice, Ms. Blake. It seems that you are unaffected by the virus. That is an extremely rare condition. Some even say impossible. You should be thankful. My name is Dr. Morton, and I work for EgoGate Pharmaceutical. I am sure you have heard of us. We are conducting research into a cure at a secure facility. Your life is far more important than you may realize. But though you may be immune to the virus now, it's only a matter of time before it mutates. So what do you want? Your DNA holds half of the key to a cure. The other belongs to the first victim of the virus, Patient Zero. His name was Douglas Bain. He was treated at a hospital not far from your current position. Go there, find the medical records, and locate his body. Da scheißen wir drauf. So, Stadtrand, kämpfe dich durch das Wohngebiet, um zum Krankenhaus zu gelangen. Ja, wir haben eine neue Mission, wir haben es gerade gehört. Wir sollen zu Patient Null Krankenakte besorgen und die Leiche finden. Ja, von mir aus. Machen wir das. So, Kontrollpunkt ist wieder erreicht, die Tür ist offen und der erste Zombie wartet auf seine Hinrichtung. So, ich bin gespannt. Die letzten Parts war es ja immer so, dass wir direkt gleich zum Beginn überrannt wurden nahezu. Mal sehen, ob das jetzt mal ein bisschen Gesitte dazu geht. Im Moment sieht es ja danach aus. Aha, da kommt schon wieder. Naja gut, das ist ja noch gar nichts. Damit werden wir wohl noch fertig. Auf das Ding. Alles mitnehmen. Ich dachte ja eigentlich, ich hätte mich immer gründlich umgesehen, aber ich glaube, beim letzten Mal hatte ich irgendwie nur 60% der Schätze gefunden. Irgendwie so um den Dreh, das kam mir sehr wenig vor. Ich frage mich echt, wo die Sachen immer sein sollen. So viele Seitenwege gibt es doch gar nicht. Zumindest sehe ich sie nicht. Ui. Ein Hüpfer. Boah, der weicht ja sogar aus. Was macht er da? Das war schon wieder knapp. Na, komm nur her. Wir haben ja auch schön was dabei. Flamethrower ist gar nicht voll. Wieso ist der nicht voll? Ach doch. Nee, doch nicht. Nö. Die ist auch nicht voll. Konnte ich vom letzten Mal etwa nicht nachkaufen? Oh. Was ist hier? Wow. Da kommen sie wieder von hinten, doch. Oh, da steht noch. Viel mehr, der läuft noch. Was ist das denn? Ah, eine Granate. Oh. Die habe ich jetzt versehentlich gezündet. Was war denn das? War das eine Leuchtgranate? Das war eine Leuchtrakete, also eine Leuchtgranate oder was zum Ablenken. Eine Fackel. Eine Fackel war das, glaube ich. Aber da stand doch eine Granate. Naja, nun ist es weg. Dann auch egal, ey. Nur lassen wir mal durch hier. Oh ne, da kommen wir nicht ran. Ja, die Polizeiwagen kann man ja meist nicht plündern. Oh.
Wieder im letzten Moment. Oh, was ist da denn los? Scheiße, da kommt was Großes. Ich meine, ja, es ist groß. Aber kein Problem. Der wäre nun gar nichts. Ja. Schmaler Gang ist immer gut. Da hilft euch nichts. Eure Masse hier, die hilft euch ja nicht besonders. Es sei denn, sie kommen wieder von hinten. Zusätzlich noch von hinten. Darauf muss man ja immer ein Auge haben. Oh. Man, jetzt bin ich gleich wieder am Anfang des Levels. Ah, den konnte ich erstmal plündern. So, zerkloppen wir mal. Da liegt dann noch eine zur Not. Sollte ich hier doch nochmal in die Schwierigkeiten geraten? Oh, nee, ne? Verstehe ich nicht. Wo schießt sie denn die ganze Zeit hin? Unglaublich. Oh, was ist der denn hier? Hulk. Aber jetzt fangen die sogar langsam schon an auszuweichen. Das wird ja immer wilder mit den Dingern hier. Oh, da gibt es wieder was Kurioses zu lesen. So, festhalten. Wenn Richard nicht... Oh nein! Nicht so besorgt um das Aussehen seiner Sportschuhe gewesen wäre, hätte Richard eine echte Chance gehabt zu entkommen. Ja, der Richard und seine Sportschuhe. Das war die Geschichte von Richard. Ah, jetzt habe ich es doch eingesammelt. Naja, egal. Hier ist ja doch nichts mehr. Oh! An Gegner meine ich jetzt natürlich. Neues Armrüstungsteil. Exo-Rüstung 3. Ja, natürlich gucken wir uns beim nächsten Mal dann bei nächster Gelegenheit mal rauf, was das ist. Ob uns das weiterhilft. Geht ja jetzt nicht so einfach. Aha, wenn man einmal drauf geht, gelatscht. Da reicht nicht, sie zu killen, wenn wir nur noch drauflatschen. So, was veranstalten die da? Und wo sind sie? Da oben. Da hochschießen kann ich ja leider nicht. Noch nicht. Oh. Hier. Na, die können dann aber auch echt irritieren, so ein bisschen da. Mit ihren Schatten. Jo, jo, jo. Hauptsache ich komme da raus. Dann geht's ja. Solange ich jetzt nicht von beiden Seiten belagert werde, komme ich immer ganz gut raus aus der Nummer. Was ich jetzt hier übrigens auch ganz gut geschafft habe. Muss ich ja mal sagen. Die sind alle da oben. Erstmal harmlos. Solange sie da oben bleiben. Versteht sich. Achso, das ist was Großes.
Oh, ein Koch. Ein Koch ist auch dabei. Leicht daran zu erkennen, dass er der dickste ist von den ganzen. Aber die da haben wahrscheinlich gut von ihm gegessen. Denn so die allerschlanksten sind das, sind die da ja auch nicht. So, ich bin mutig und klopp hier jedes Medipack kaputt. Statt sie sicherheitshalber dann da liegen zu lassen. Hätte in der einen oder anderen Situation sicher mehr geholfen. Naja, aber hier scheint es gut zu gehen. Oh, guck mal hier, du. Da ist ja schon der nächste Checkpoint erreicht. Dann wollen wir nochmal schnell in den Waffenladen gucken. Und das Rüstungsding da mal gucken. So, was war das? Arm, war Arm, ne? Exo-Rüstung 3, da ist er. Bringt uns nochmal 3 bei Kraft dazu. Wir verlieren aber eine Ausdauer. Das macht nichts. Den nehmen wir. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie anders hin. Wieder rein. So zum Beispiel. Nee. Machen wir so. Obwohl uns das... Hätten wir 2, 5 Kraft. Moment, so haben wir 7 Kraft. 3 Ausdauer, 4 Agilität. So haben wir 5 Kraft, 4 Ausdauer und 5 Agilität. Ja, ich glaube, das mache ich. So, Waffen. Ein bisschen wieder auffrischen, das Ganze hier. Oh, wir haben mal so recht ordentlich was in der Tasche hier. 209.000, ich glaube, da geht was. Aber ich glaube, eine neue Waffe gibt es momentan noch nicht. Also können wir unsere vorhandenen schön aufwerten. Erstmal kaufe ich wieder Munition für alles. Oh, was sage ich? Ein Granatwerfer schießt Sprengprojektile ab, die Dutzende von Zombies mit nur einem Schuss erledigen. Sollte aus sicherer Distanz benutzt werden, um ungewollte Verluste zu vermeiden. Jetzt erhältlich, Granatwerfer. Ja, hätten wir auch mal lesen können da. Ja, ist doch klar. Sofort kaufen. Wir haben's ja. 5 Dinger. Sprengkraft. Direkt rein. Das Ding muss rocken. So, was... Nehmen wir sonst noch. Molotov hatten wir. Oh, wir können 2 davon tragen. Ne, stimmt nicht. Kann ich jetzt kaufen, um davon 2 zu tragen. Ich werde, wenn, dann aber, glaube ich, die hier. Erhöhen. So. Jawohl. Sprengkraft. Ging das vorher nicht auch schon? Ich glaube, das ist neu, oder? Vorher konnten wir doch nur kaufen und das war's. Jetzt kann ich die Sprengkraft noch erhöhen. Oh, warum nicht? Machen wir doch gleich mal. So, der hat seine Sprengkraft schon. Das ist ja feines Spielzeug. Das werden wir beim nächsten Mal da direkt mal ausprobieren. So, und sonst? Ja. Kommen wir so eigentlich ganz gut klar. So, wir hören sie schon stöhnen und keuchen und kreuchen. Aber hier in der sicheren Zone passiert uns erstmal noch nichts. Und deshalb verabschiede ich mich erstmal wieder und sage bis zum nächsten Mal. Mit Granatwerfer. Bis dann.